Name in mein Herz liest. Ich hätte mir gedacht, ich kann so gut Schweizerdeutsch schwätzen inzwischen, dass ich heute mal die komplette Modi auf Schweizerdeutsch gestalten tue, mach. Ich bin in Bad Ragaz gsi mit der Monika, mit der Tanja Lacroix, mit der Francesca Giordana from Italy. Und natürlich mit mir selbst, klar, ich war auch dabei. Wir hatten ein Fotoshooting für die Night of Glamour, für Lifestyle Magazine. Und den Beitrag seht ihr jetzt. Heidi, deine Welt sieht wen seh ich denn da? Alena Gerber, Moment. Hallo. Hallo. Ich hab... Ja, warte mal, den mach mal so, guck mal. Guck. Ich habe gesehen, da ist irgendwie ein Schamhaar ausgefallen von Alena. Sie trägt das Schamhaar ziemlich lang. Hast du nur ein Schamhaar? Ja, das ist jetzt raus. Ich mag Frauen nicht, die ganz rasiert sind. Ich finde das so, weiß nicht, ich mag lieber so Chain-mäßig, also Urwald, ja? Francesca, herzlich willkommen im Hof Bad Ragaz. Du hast das Casting gewonnen von Night of Glamour. Wie fühlst du dich? Oh, ich fühle mich geehrt, wirklich. Also es ist cool, ich habe noch nie so etwas erlebt. Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Gut. Und was erwartest du jetzt vom heutigen Tag? Ich erwarte, dass es ein schöner Tag wird. Sieht auch so aus, die Sonne scheint. Und ich erwarte, dass ich mich hoffentlich gut schlohne auf diesen Promi-Models. Das aus? Das hat jetzt noch nicht richtig angefangen. So ist noch easy, aber das musst du ja 12 Stunden machen. Und 12 Stunden, das hattest du auch schon. Ach krass, oh ja, okay. Das ist jetzt echt easy, weil es ist alles nur natürlich. Aber wenn du wirklich posen musst, dass es wehtut oder in unangenehmen Situationen, im Bikini, im Schnee oder solche Sachen. Du hast eine Aufnahme gehabt, draußen im Schnee. Mir ist etwa minus 10 Grad. Und alle sind krank, aber ich nicht. Und dabei ein ganz lockeres, easy Gesicht haben. Ja. Und machst du dann auch Fitness oder so? Wie bleibst du so stark, damit du das machen kannst? Ich glaube, ich mag den Job wirklich, weil die meisten Mädels hören echt nach 1,5 Jahren oder 2 Jahren auf oder trinken viel Alkohol oder nehmen Drogen, rauchen wie ein Schlot und das mache ich alles nicht. Und das, ich glaube, du kannst den Job echt nur lange machen, wenn du ihn wirklich, wirklich magst. Aber das Ganze drumherum geht mir auch auf den Piss. Aber der Job an sich mag ich einfach. Wie schaut es bei dir aus? Wie ist dein erstes Gefühl jetzt? Es macht schon Spaß. Also es ist auch klar ein bisschen anstrengend, vor allem weil alle immer um dich rumzupfen und so. Und dann musst du dich auf alles Mögliche konzentrieren, aber es ist okay. Okay, gut. Wir nehmen den Traum. Ich bin gleich nackig. Kannst du mich mal bitte ein bisschen mehr anziehen? Halt doch hier mal so zu. Mama, da so ein bisschen zusammen. Genau. Ist das geil. Schnell steig in die Badewanne, da kommt jetzt die Monika. Schnell, ich dir... auf, Frau. Ich versteck dich, ich versteck dich. Auf, schnell. Ist das schön? Nice, oder was? Okay. Die Monika steigt jetzt uns in die Wanne. Oh ja. Und ja, da werden wir schauen, was da passiert. Who's the black private dick? Good. The sex machine to all the chicks. You damn right. Halleluja, es ist passiert. Ich habe Freundinnen im Haifischbecken der Modebranche gefunden. Ihre Namen sind Tanja, Francesca und Monika heißt meine neue Freundin. Die Mädels habe ich kennengelernt beim Shooting, habe sie dann gleich wieder mitgenommen zur Night of Glamour. Und weil ich einfach nicht genug von ihnen kriegen kann, dachte ich, ich biete ihnen die schönste Plattform ever bei Ausgang TV und steigere damit ihren Marktwert. So selbstlos bin ich. Meine neuen Freundinnen bei der Night of Glamour. Ich sitze schon wieder in der Maske. Ihr könnt mich schon wieder dabei begleiten.
Und wie man merkt, bin ich eine extrem ehrliche Haut, weil ich zeige mich, bevor ich fertig gestylt bin. Andersrum ist ja kein Kunststück, da sehen wir alle gut aus. Verzwitschert euch jetzt und kommt auch wieder, wenn ich fertig gestriegelt, genagelt, nein, nicht genagelt, gestylt und fertig bin. Ciao. Na? Bisschen aufgeregt? Ja, sehr. Wo warst du bammeln? Was könnte passieren? Dass ich irgendwie die Choreografie versaue oder so. Oder dass ich umfall oder einen Schuh verliere oder irgendwie doof reingucke und alle denken, nee, was ist das für eine? So come on. Hier mitten auf dem Black Carpet und hinter uns lauter schöne Menschen. Zwei Mr. Schweiz-Kandidaten, der Daniel Mikongo und der Marco D'Acqua. Marco, in 10 Tagen ist es soweit. In Genf wird der neue Mr. Schweiz gewählt. Was rechnest du für Chancen für dich? Was können wir sagen? Lassen wir uns überraschen. Keine Ahnung. Guck mal, wen wir hier haben. Ja. Der aktuelle Mr. Schweiz, André Reitenbuch. André, deine Tage sind zählt. Wie fühlst du dich? Keine Frage, du musst dich nicht ernst nehmen. Ich weiß. Hallo? Also, André, deine Tage sind zählt. Wie fühlst du dich? Kann ich jetzt nicht erklären? Nein, doch. Nein, ich weiß nicht, ich deine Tage sind noch nicht gefühlt. Geh doch du mal weg, du. Also, jetzt sag, deine Tage sind zählt. Wie fühlst du dich? Gut. Geschnappt und der Mike ist ein Mr. Schweiz-Kandidat und ich will wissen, warum du da mitmachst. Hi Alena, ja, ich mache da mit, weil das schon als Kind ein Trauma war von mir. Wie alt bist du jetzt? Du kannst auch Schweizerdeutsch mit mir schwätzen. Also, als Kind habe ich schon davon geträumt, Mr. Schweiz zu werden und ich wollte immer wissen, wie ist das, im Rampenlicht stehen und mal hinter die Kulissen zu sehen. Und jetzt sehe ich es. Wie alt bist du jetzt? Es ist fantastisch. 27. Warum hast du bis jetzt gewartet, dich zu bewerben? Ja, ich denke, ich brauche da eine gewisse Reife als Mr. Schweiz. Das kann man nicht als junge Schnuffer machen. Ich muss eine Flasche reiben. Wenn das noch nicht genug ist, wenn es wirklich noch nicht genug ist, dann fällt mir nicht mehr arg viel ein, außer die Party-Tipps. Die White Party steht ganz unter dem Motto Saints and Sinners. Mit dem Ismael Rivas, bekannt aus Space of Sound und Ministry of Sound, erwartet uns wieder ein bewährter internationaler Star im Hauptsaal. Shampoo-Schlürfen im Berner Nightlife-Tempel Liquid ist angesagt. Stargast am Samstag an der Moe Golden Night, DJ Get Down, Resident von Mashup Floor in Pasha, Ibiza. Pravda hat eine grosse Schar von treuen Anhängern. Denen ist der nächste Samstag mit dem Headliner A-Step gewidmet. Zum Verlieben. Die Sendung ist für diese Woche leider schon wieder vorbei. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Wer hätte denn das gedacht? Aber als kleines Zeitüberbrückungsmittel habe ich eine Überraschung für euch. Ihr habt nämlich jetzt 8 Wochen lang die Chance, einen Trip nach Barcelona zu gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, beim Passaia Passion Award mitzumachen. Das bedeutet, 8 Wochen lang habt ihr die Chance, euch fotografieren zu lassen von unseren netten, charmanten Jungs von UFSGang.ch. Ihr zeigt euch alle Leidenschaften, die euch die Mutter Natur so mitgegeben hat. Genauso wie ich es zum Beispiel gerade gemacht habe mit dem Typen, der mir unter den Rock fotografiert. Ein Trip nach Barcelona gibt es zu gewinnen. Geile Sache. Mitmachen. Nur bei UFSGang.ch.